Ah, dann nehme ich es mal mit hier, das Hinterteil. Das nehme ich auch nochmal mit. Aber hier ist nichts, ne? Schade. Hast du gerade Kacken? Das gibt ein Minispiel zum Kacken sogar. Digga, die Grafik ist aber auch schon richtig geil pixelig, ne? Ich hab keinen Körper, Digga. Ich bin der Sitz, Alter. Ja, ich auch. Ich bin jetzt schon da, Deko. Ich bin in so einem Western-Gebiet oder was auch immer das ist. Aber wir sind hier in Australien, wa? Das sieht ganz so aus, ne? Oder es ist einfach so ein krasses Ödland, ne? Aber das Känguru sieht schon ein bisschen danach aus, ja. Er lässt mich einfach allein, oder was? Ja, ich... Wow, er fährt weg! Okay. Bewegen, ja, kriegen wir hin, ne? Ja, bewegt habe ich mich. Springen, krieg ich auch hin. Und da ist hier schon der Eingang. Oh ja, lass mich rein, Digga. Da war noch ein bisschen laut. Wie ist der Ton bei euch? Begrenzt auf 144, Vollbild machen wir. Auflösungsskalierung, 100 auf jeden Fall. Oder? Schon, oder? Episch. Blooming ist aus. Hello, sir. Okay, du bist also der Neuzugang, was? Hast du dir einen guten Tag aus? Heute Morgen ist so ein bisschen hektisch. Okay, dann lass mich mal hin. Aber wo kommt man denn jetzt hier irgendwie? Ich stehe vor so einem komischen Arm. Ja, Deko kommt jetzt schon nicht weiter, ey. Ich hab schon 7 XP gesammelt, Junge. Hä, hast du wirklich? Ja. Ja, weil Wissenschaftler machen sowas nämlich. Die sammeln Erfahrung. Hallo? When you've got your gate, pal, I'll let you downstairs. Should work like your PDA at Springer. Du brauchst das PDA, Deko? Der sagt einfach gar nichts. Er hat dich nur angeschaut. Wenn du mit Strahlung in Berührung kommst, siehst du kleine Flecken oder Punkte in deinem Blickfeld, deren Intensität mit der Stärke der Strahlung zunimmt. Ein wenig schadet nicht, aber eine langfristige Strahlenbelastung ist nichts gut. Okay, dann gehen wir mal schnell, ne? Links, rechts, hier hin. Schnapp dir den Schutzhelm. Okay, let's go. Morning. Lift's down there. But first, you need a hard hat. Ja, hab ich doch, beruhig dich. Digga, was haben die bitte für einen geilen Akzent, Alter? Die Dudes hier. Der Aussie-Akzent ist herrlich. Richtig geil, oder? Oh. Ich muss wieder irgendwas. Hast du irgendwas? Achso, hier mein. Ah, ich muss den jetzt aufsetzen. Mein Gatepad. Ah. Head through the gate to my left, down to the radiation elevator. Screening. Hast du nicht auf Deutsch? Doch. Wenn du mit Strahlung in Berührung kommst, blabiblub, ja. Haben wir. Welcome to the gate. By the way, das Game ist kein Solo-Spiel. Es ist ein Koop-Game für bis zu 6 Leute. The facility is currently at alert level, precautionary. Okay, es sieht alles noch viel zu gut aus. And follow. Hast du auch schon Sicherheitshelm auf? Natürlich, Digga. Alter, was ist das denn, Digga? So ein Golem, ey. Also, kurz für die Leute, die nicht wissen, was wir gerade zocken. Wir zocken Erbeerde Faktor und hier geht's darum, wir sind Wissenschaftler, ich bin zu schlau. Und als... Ich bin zu schlau. Ich bin der Asiate. Du bist nicht mal Asiate, Junge. Ich bin auch ein Asiate. Nein, bist du nicht. Und ihr müsst mit Wissenschaft später Monster besiegen und da hier einfach weiterkommen. Also, was muss ich denn machen? Jubeln? Winke der Wache zu. Oder funke die Wache an. Welche? Ach da. Hi. Ihr habt mal gefragt, ob es ein VR-Haarschneide-Game gibt. Hey, new transfer. Es gibt eins. I got pulled in from surface duty. Oh, Alter, was ist denn für ein Golem? She got called out to help downstairs. Guck mal, Deko kommt jetzt schon nicht weiter. Du auch nicht. Doch. Emote-Rad. Hey, new transfer. Security situation around here, so we're just gonna improvise a bit. Bear with me. Geh durch den Lüftungsschacht. I'm gonna have you crawl through that vent down there. Consider it like chasing down an escape specimen. You got a big brain, you got a big imagination, right? Hier, okay. Hier rüberspringen. Ah. Taschenlampe nehmen wir auch mit. Oh, Deko, was ich hier schon alles habe. Yeah, yeah, Deko. Yeah, yeah. If there's something in your way, because I put it there, there should be a tool down there. Something you can smash the crate with. Als ob, Alter. You might have to look around a bit. And don't worry about smashing stuff. Ein Wissenschaftler. Like jetzt muss ich durch den Gang kriechen oder was? We got a lot of crates. Ah.
habe ich wieder was gefunden. Das war aus. So. Eieiei. Meinst du jetzt schon looten und leveln? Ja, ne? Ich glaube, jetzt schon ein bisschen was mitnehmen ist gar nicht so schlecht. Für später. Alles mitnehmen, Digga. Alles mitnehmen. Okay. Oh, what the hell? This damn radio's acting up. There we go. Ja, muss sagen, ich mag den Humor jetzt schon, ey. Ja, ist gut. Alright, where were we? We got a lot of crates. A lot of crates. Okay, jetzt kann ich schon was craften oder was? Oh, what the hell? Kannst du? Damn radio also nicht. Up. Denke mal, muss ich jetzt gleich. All morning. Als Zwischenstelle findest du überall um dich herum Inspiration. Ich kann Klopapier craften. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist eine Bandage, Digga. What, this, Wasserflasche, Wurfnetz. This is why we do... Nice! You've got some athleticism in there. Somewhere. Hey, yo! Now, the jobs we do... Nice! You've got some athleticism in there. Somewhere. Now, real creatures might wriggle out of that one, but that's not a real creature. So, next step is... special containment... Digga, wie geil, ey. You know what? Just stomp on it. Oh, brutal. Hast du auch gerade drauf getreten, okay. Oder wie? Ja, ich blute. What's going on with your leg there? Looks to me like you're bleeding. Dich selbst heilen. Look, we'll call this training. Basic first aid. Okay, you did that way quicker than I would have. You would, wouldn't I would have. You would. Digga, ich bin Profi, Digga. Der Humor ist ja mal richtig geil. Looks like you can walk on it all right. Let's head you on through to the next room. Feel free to mosey. I've gotta check some stuff out. We got some weird crap going on. Dr. Derek Mance reporting. Research Director, Gate Cascade Research. Also, Inventar wird nicht gespeichert. Ach schade. Wie wird nicht gespeichert? Made a formal request to extend general anomaly. Weil es ein Tutorial ist. Full extension cable, and we build everything purpose built for those sockets. So what you're gonna do? You need to package the heater, place it back down near the power socket. And then hier auf jeden Fall in die Nähe bauen. Okay, now I know that was a lot. I'm getting some weird interference on my radio. Ja, hier. I'm gonna leave you to the whiteboard nicht, okay. Down there. You might need a screwdriver. I'll get back to you in a minute. Jetzt müssen wir den hier noch zusammenbauen. Okay. I get it. Station 3, what's going on? Over. Jetzt funktioniert der Lachs. Okay, jetzt müssen wir einen Power... Okay, jetzt müssen wir den nehmen. Alter, wie geil ist das denn? Chatter? Keystone running some kind of shady op again. I didn't see a bullet and I'm just... Hey, nice work plugging in that plug. Hat funktioniert! We're done here. There's some stuff on this list, but I don't reckon you're gonna need it. That's why you've got people like me around. Keep you safe. Digga, wie geil ist das denn? Weiter geht's hier. Situation topside. So, yeah, head to the elevator. It'll take you down to residences. Real okay. Cozy stuff. Clipboard here says you're looking for a Dr. Can. It sounds familiar. I guess he's in charge of the rest of your orientation. Alright. Onward to science. Over. Station 3. Rico hat's auch gerade gemerkt, glaube ich. Aber es kann nur einer eben. Ich habe meine erste Heizung gebaut. Ja, Dito. You are currently en route to. Ich glaube, ich war zu dumm. Level. Das hast du verkackt. Hab ich verkackt? Da kann man gar nicht verkacken. Hab ich verkackt? Hab ich verkackt? Hä? Wie? Was hast du denn gemacht? Ich hab das Teil direkt an die Steckdose angebaut. Hä? Aber ist doch richtig. Zusammenbauen und dann an die Steckdose. Ja, ja, aber ich hab's direkt davor. Also wirklich. Als würdest du deinen Schrank vor die Steckdose stellen. Aber dann bau das Ding doch einfach nochmal ab. Ja, das hab ich ja jetzt gemacht. Oh, bei mir geht's jetzt los, Digga. Oh, kann ich mich nochmal anpassen? Auch. Also ich bin jetzt, weil ich jetzt erst durch bin, ich bin zu schlau. Dann bist du zu schlau, also mit AO und ich bin mit AU. Zu schlau und schlau. Ich bin viel zu schlau. Digga, wie du aussiehst. Wie ich aussehe, Alter. Wie ja, geil, ne? Ich sag doch, ich bin der Wissenschaftler hier von uns. Digga, du bist eine Frau. Digga, deine Brille gegen meine Brille ist aber nix, ey. Okay, hier ist ja noch alles in Ordnung, hier ist ja alles chillig. Alles mitnehmen, Deko, oder? Wie ist das?
Also Dr. Thule, Mann. Okay, wir haben hier eine Frauentoilette. Da haben wir... Oh, hier ist ein Storage, Marvin. Papierfetzen. Ja. Storage, wo? Da, ja, okay. Der schlaue Wissenschaftler geht immer zuerst dahin, wo noch Zeug liegt. Ja, Deko hier. Da können wir hin. Links und rechts. Öffne die Kantinentür. Das müssen wir als erstes machen, Deko. Das ist unser Job hier. Wollen wir es mal als erstes machen? Ja, nachdem wir den Loot eingesammelt haben, ja. Ist da Loot gewesen? Ja, Klebeband lag da. Okay, okay. Und jeder weiß, du hast keins mitgenommen, oder was? Nee. Oh, Alter! Ja! Digga, Marvin, please. Ich dachte, wir kommen da später nochmal hin. Unsere Aufgabe ist ja gerade erstmal zur Kantinentür, Brudi. Aber ich komme. Bist du durchgegangen hier? Ja, ich bin durch dein geöffnetes Ding gegangen. Ja, es gibt ja zwei. Oh. Marvin, willst du hier mal durchgehen? Ja. Digga, hier ist ja eine Sache sogar noch komplett. Will ich da reinfassen? Ready. Nee, oder? Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? 3, 2, 1. Oh mein Gott! Deko! Ich brauche Hilfe! Komm zurück bitte! Ich bin gleich tot, Deko. Komm her und rette meine Popo. Was soll ich machen, Junge? Ja, mach das Ding kaputt! Oh, danke, ey. Digga, Digga. Was ist das für ein Zeug, ey? Ja, was klar, dass ich hier der richtige Forscher Marvin retten muss, ne? Warte, hast du da noch jetzt irgendwas gefunden? Ja, ich hab was gefunden. Okay, dann geh ich da hin. Naja, da bleibt jetzt nichts mehr für dich übrig. Ist da nichts mehr? Alles, was da rumlag, habe ich eingesammelt. Ja, cool, wobei, da war noch eine Stelle, wo ich gerne wissen würde, ob du weiterkommst. Ja, dann geh ich da hin. Oh, shit! Okay. Bist du da durchgekommen? Stehst du vor dem Ventilator? Ja. Nee. Ja, Digga, als wenn ich da durchkomme, Alter. Ich hab hier... Ach, stimmt, Wurfnetzgewehr stellen. Natürlich. Oh, hab ich abgebrochen? Digga, hier müssen wir gar nicht hingehen eigentlich. Ich glaub, wir machen schon irgendwas Late-Game-mäßiges, ey. Ha! Yeah! Mach ihn platt, Digga. Ja. Willst du den Bruder mitnehmen oder was machst du da gerade? Hä? Digga, mach doch Platz hier, weg mit dir! Da ist Klebeband, nimm mit. Oh, guck mal, da ist Dr. Thule! Ja, ich soll Selbstverteidigung hier diese Dinger bauen. Oh, den brauche ich auch. Wo? Hier? Ah, ja. Hä, ist es bei dir auch noch da? Du kannst den Werkzeugkasten auch mitnehmen, ne? Wo denn? Hier da nichts. Evo, okay. Dann hab ich das da gesammelt. Warte hier, der Screwdriver. Hab ich. Den hast du nicht gesehen, ne? Ich hab auch schon einen. Ah, okay. Okay. Oh mein Gott, was ist da unten? Was zum Reparieren vielleicht? Zerlegen? Wir können die Metallrohre zerlegen. Wollen wir die zerlegen? Ja, komm, ne? Ja, schon, oder? Alles mitnehmen hier. Alles kaputt machen hier. Skü. Einfach mal rübergehen. Hier ist eine Taschenlampe. Nehmen wir auch mit. Digga, ich weiß nicht. Wir sind hier eigentlich, wo wir gar nicht hingehen sollten. Wir sollten eigentlich die Kantinentür einfach nur öffnen. Wir sind keine Digga, Ahnung, was, wo gerade. Was bist du für ein Gamer, Mann? Aua! Was ist los? Kann ich dir helfen? Ich hab schon wieder ein Viech gesehen. Aber alles gut? Ja, ich wurde getroffen einmal. Okay. Nimm die Dinger mit. Hab ich. Okay, dann haben wir jetzt glaube ich alles hier, oder? Ja, wir gehen hier nochmal rüber. Hier ist ein PC, kann ich den auch kaputt nehmen? Oh, E-Mails! Kochen! Hey, Imamura, ich brauche ein Geschenk für einen Freund, der liebt gerne Kochideen. Wie die Person Koch werden, schenk ihnen ein Messer. Muss das Zeug klein haben, bevor du es kochen kannst. Jetzt habe ich ein Bild. Neues Rezept, Klinge. Scheiße, bin ich gut, Deko. Hey, hör das auch. Ich habe Klinge kennengelernt. Du musst das Bild öffnen. Öffne das Bild. Oh, Klinge. Ja, guck mal, wie er geiert. Wer ist jetzt kein wahrer Zocker, hä? Ja, ich habe schon zwei Monster getötet und du? Ne, drei sogar. Messer. Ich hab ein Messer. Hier ist noch ein Messer. Da pass auf, Marvin, das Angriff! Woo! Alter, brauchen wir lange dafür, Alter. Alter Schwede! Warte, ich filetier den. Also,
Mit Einfangen mit dem Netz. Ist chilliger, auf jeden Fall. Los! Tritt drauf! Geil! Bang, Junge. Digga, du hast sofort Fleisch rausgeholt! Nimm das Fleisch mit! Eigentlich habe ich ja. Aber eigentlich brauchst du das ja, oder? Du bist ja unser Kopf, oder später, nicht? Später, später, Meter und so, weißt du? Aber ja. Oder kann man wieder hochkriechen, oder? Jetzt kann ich was essen. Ich habe ein geiles Fleisch gefunden, ein Steak gefunden zum Essen. Ja, hab ich schon gesehen. Hast du das Messer mitgenommen? Hast du. Hier ist ein Stofffetzen. Ja, ich habe ein Messer, ja. Oh! Was da? Wieder so ein Scheißviech. Wieder Netz hergestellt. Yeah. Achso, hast du schon. Room! Yeah. It's absolutely Siberian. Eiscreme. Okay, ich habe einiges gefunden hier. Aber lass uns doch jetzt erstmal den Auftrag machen, oder nicht? Warum? Digga, weil normalerweise ist das mein Game, Digga, dass ich immer nach dem Plan gehe, wie man es machen soll. Machst du das nicht so? Erstmal umgucken. Digga, ich gehe immer nach dem Plan. Digga, bei mir ist Nummer 1 ist gucken, was ich alles machen kann. Und wenn ich alles gemacht habe, was geht, dann geht's an die erste Quest. Over here. Öffne die Kantinentür. Erstmal müssen wir den Bruder hier fertig machen. Skü. Warte. Bam! Also wir spielen erstmal Solo, Muchachos. Vielleicht irgendwann können wir das Game ja noch öffnen, aber erstmal spielen wir Solo. Kommst du her? Wir müssen dem Typen, glaube ich, helfen. Dr. Jäger. Haben wir doch die Quest gemacht. Oh, you're new. Ist das hier schon, oder? Looks like that little pest. Ach stimmt, das ist die ja. Power system. Can you get someone to fix it? But hurry, would you? I'm not enjoying standing around out here. Wir brauchen ein Türkontrollmodul. Ja, können wir das irgendwie klar machen? Taschenlampe, Technologieschrott. Ja, ein Plastikschild, geil. Ach, hier sind wir hier am Start wieder. Ah, okay, dann haben wir echt ziemlich viel eingesammelt. Krass. Gut, dass ich gesagt habe, dass wir uns erstmal ein bisschen umschauen sollten. Können wir kaputt machen? Achso, dafür. Weiß nicht wie. Ja. Ja, ey! Der macht mich erstmal platt! Hast du dich abgestechen? Abgestechen. Ja, du hast mich abgestechen. Oh. Here at the Gate Cascade Research. Ja, nehme ich mit. Ich habe keinen Inventarplatz mehr, Deko. Willst du den Fernseher mitnehmen? Oh, eigentlich schon, ja. Dann was lasse ich denn hier? Ich habe keinen Platz mehr, Deko. Ah, ich kann die Kochmütze ausrüsten und die Schürze auch. Habe ich noch Platz. Die Kaffeemaschine einbacken wäre nicht schlecht gewesen, oder? Ja, wäre ziemlich nice sogar. Oh, was haben wir hier? Digga, warum hast du eine Kochmütze auf? Wo ist die denn her? Ah, guck mal, hier ist nochmal ein Technologieschrott. Der Mülleimer. Papierfetzen da drin. Ja, ich bin leider vollkommen full. Ich pack noch die Kaffeemaschine ein, oder? Ja, mach mal. Ah ne, ich kann nur Kaffee kaufen. Ich schau mal kurz, ob wir vielleicht das Ding herstellen können. Gegenstände, Werkzeuge, nee, ich kann nur eine Klinge herstellen, aber das war's. Das heißt, wir müssen das Ding hier noch irgendwo finden wahrscheinlich, oder? Wir brauchen irgendwie so ein Rezept, ja. Kann man die Dinger auch zerstören hier? Nee. Türkontrollmenü. Oder Werkzeug? Nee, Modul, okay. Hm. Oh, ich höre hier immer noch irgend so ein Viech. Ja, hier auf der Damentoilette. Oh, Alter, hab ich erschrocken. Alter Schwede, mach's platt. Doppelt. Oh. Kochschürze. Hier, warte, Deko. Fallen lassen, hier. Ich hab keinen Platz mehr. Also Fleisch geht noch. Deswegen, lass uns mal so fertig machen, dass wir es vielleicht immer hier stapeln können. Weil Klebeband habe ich zum Beispiel auch. Das kannst du ja erstmal nehmen. Gib mir auch irgendwelche Sachen, die du gesteckt haben willst. Zum Beispiel hier dieses Druckmessgerät und Metallrohr. Ich glaube, davon kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Jo. Aber du hast doch so eine Anzeige, ne? Ja, ich habe noch ordentlich Platz. Ja, sauber machen hier, ne? Nicht vergessen. Nicht vergessen, hier mal Wasser zu trinken, ne? Oh, ja. Wie schaut's denn eigentlich aus da bei mir? Wollen wir die Anzeige denn, wie es uns geht? Ah, okay. Kann ich das wieder auffüllen? Einmal Hände gewaschen. Deko, oh, hier ist die erste Hilfe. Wie hast du das aufgefüllt? Oh. Das Wasser? Gar nicht, das war schon drin.
Okay, es gibt auf jeden Fall auch eine Toilette. Du hast das Bedürfnis zu cutten. Wow, sind Hilfe, ich hab kein Netz mehr. Ja, ja, wow. Oh, die brechen wieder aus. Aua, aua, wir sollten ja, Marvin, lauf. Los. Töte, töte. Ich muss erstmal wieder Netz herstellen. Ja, yeah. Haben wir. Ja. Filetieren. Hier hast du noch Wasser. Bitteschön. Einmal bitte außen mitnehmen hier, was auch immer das ist. Ungekochter Schädling und Schädlingshinterteil. Hm, okay. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will. Das hätte ich eigentlich. Ja, eher für mich als Koch, ne? Eigentlich schon, ja. Ah, dann nehme ich es mal mit hier, das Hinterteil. Das nehme ich auch nochmal mit. Aber hier ist nichts, ne? Schade. Hast du gerade kacken? Es gibt ein Minispiel zum Kacken sogar. Ich konnte leider noch nicht, also weil ich noch nicht muss. Ehrlich? Ja. Okay, doch, ich muss anscheinend schon dann. Okay. Okay, wie geht's jetzt weiter? Später unter Rainbow Six gibt's auf jeden Fall, ja. Also wie geht's weiter? Wir müssen dieses komische Gerät hier bauen, ne? Mhm. Oh. Aber. Hier müssen wir vielleicht Rafting, hin. Rafting, Schiene, Bratpfanne, Kissen. Stromgehäuse, Plastikschild, Werkbank, Heilspritze. Können wir es irgendwie kaputt machen? Weil hier ist noch ein Raum, wo wir nicht weiterkommen. Wo denn? Warte, zeige ich dir. Ja, genau der Raum. Entweder von links, da ist eine Tür. Vielleicht können wir da irgendwo durch einen Lüftungsschacht noch durch. Ist hier was? Oh, in der Küche war ein Lüftungsschacht. Ah, dann lass uns da doch nochmal hin. Aber es ist auf der komplett anderen Seite. Hier ist die Küche. Ich laufe wahrscheinlich einen Umweg. Hier. Ah ne, der ist zu. Schade. Da kann man nicht rein. Hier habe ich nämlich auch nichts mehr gesehen. Hier nach oben vielleicht. Waren wir da schon mal? Oh mein Gott. Alarm. 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 Oh. Oh, Deko. Hier vielleicht. Oh mein Gott, scheiße, bin ich gut, ey. Wo bist du? Oh yeah, Deko. Oh fucking yeah. Wo bist du, Lappen? Hier? Siehst du das? Warst du das? Hier? Wo bist du denn? Die PCs, die wir zerkloppt haben, stehen wieder hier. Ah, oh, cool. Hier, komm mal her, Deko. Hier? Hey, was war das denn jetzt? Ah, geil. Yeah, so Baby. Sowas. Oh fuck. Sowas mag ich. Klebeband war da bisher. Noch mehr Klebeband. Aber Das ist in die Richtung? Oh. Ah. Ich habe noch Gigakleber gefunden. Vielleicht müssen wir uns wieder aufteilen. Also hier ist noch richtig, richtig viel. Noch mehr Klebeband. Ah, ich bin wieder in der Küche zurück. Ja, ich bin jetzt auch. Wie geht denn dieser Scheiß? Wie kann man das denn herstellen? Also ich habe jetzt auf jeden Fall super viele Ressourcen und das ist ja ganz, ganz am Anfang noch. Öffne die Kantintür, damit, das war unsere erste Aufgabe, also es kann jetzt ja noch nicht so der heilige Shit sein, ne? Aber ich kann... Eigentlich nicht. Ich guck mal eben, ob ich irgendwas craften kann in der Richtung. Nee. War vor dem PC, Finn, so macht man das. Ich habe am Wochenende 18 Stunden Starfield gezockt. Nee. Leon war auch nicht saufen. Ihr braucht auch ein Stromgehäuse. Ach, ist es nur ein Stromgehäuse? Es ist eigentlich ein Türkontrollmodul. Ein Stromgehäuse kann ich herstellen. Achso, da steht da drunter Stromgehäuse erforderlich. Ja. Achso, ehrlich? Ja. Aber wo findest du denn das Stromgehäuse? Warte mal. Auf C kannst du herstellen. Ich such das gerade. Ich habe drauf herumgedacht und jetzt, ich brauche eine Stromversorgungseinheit noch und einen Gehäuselüfter. Dann kann ich es herstellen. Hast du sowas? Wo hast du das denn gefunden? Ich find's immer noch nicht. Auf C. Ja, und dann wo? Und dann sind da so Baupläne. Ah. Diese blauen Dinger, wo so weiße Striche durchgehen. Ah. Wenn du die anklickst, dann steht da über deinem Gehirn, was für Sachen du da reinziehen musst, damit dein Gehirn darauf rumdenken kann, wie man das herstellt. Ach krass, aber ich kann's auf jeden Fall nicht herstellen. Aber was brauchst du? Ich brauche eine Stromversorgungseinheit. Barbaus, Dankeschön für 2 Euro. Und ein Gehäuselüfter. Warte mal, PCs hatten wir hier. Aber warum kann ich das denn nicht bauen? Das ist doch richtig merkwürdig. Kannst du das? Druckgehäuse. Ah, hier, okay.
Eine Tastatur brauche ich dafür aber auch. Die habe ich vom PC. Achso, ein Gehäuselüfter habe ich. Gehäuselüfter habe ich. Willst du einen haben hier? Brauche ich, ja. Okay, hier. Fallen lassen, hier, bitteschön. Das brauche ich. Ich nehme alles mit hier. Ich hab schon, ja, hab. Stromversorgungsding, das brauche ich. Ja, unter dir liegt auch nochmal so ein Ding. Lüfter sind auch da. Ich bin voll. Kannst du. Ich kann erstmal alles nehmen, ja. Kannst du einen Metallhaufen mitnehmen? Ja. Ja. Ey, ich brauche das, was hier lag. Fallen lassen. Stromversorger brauche ich. Stromversorger. Ja, hier. Bitteschön. Habe ich die Lüfter auch schon dabei? Ja, die sind doch hier. Ey, der Fernseher, was machst du mit dem Fernseher? Ja, ich nehme gleich mit. Ich muss nur eben den Laxis bauen. Er fordert Werkbank mit Strom. Oh. Ah, Werkbank, dann brauche ich die Stromversorgungseinheit bitte einmal. Einmal bitte wieder zurück. Willst du dir jetzt lernen, oder was? Nee, kann ich dann schon fertig bauen. Hast du schon gelernt? Denke schon, ja. Es ist aber. Nee, du hast doch ein Gehirn da, oder nicht? Das ist. Ja. Dann kannst du es nicht bauen, dann musst du auch. Zieh die richtigen Zutaten von oben. Aber dann habe ich alles dafür auf jeden Fall. Gib mal hier diese Einheit da, Brudi. Hab's gelernt. Dankeschön. Aber du hast bestimmt noch eins davon, weil ich brauche nur noch das. Ich will das ja auch lernen. Oh ja, ich hab noch. Stapelteil. Ja. Kann ich auch mal schauen, wie das funktioniert. Ist jetzt auch jetzt keine Raketenwissenschaft. Naja, meine Sachen fallen zu lassen, ist schon eine Raketenwissenschaft. Rechtsklick, bam. Ja, aber ich will ja nicht alles fallen lassen. Ich will ja nur eine Stromversorgungseinheit fallen lassen. Ist doch scheißegal, gib mir alles. 100 Jahre später. Dankeschön. Und jetzt zieht man die Scheiße da einfach nur rein, oder? Warte mal, so. Man kann Rezepte teilen. Oh. Warte, Marvin, bevor du es lernst, ja? Ich kann dir das Rezept anscheinend irgendwie teilen. Dann teilen wir das Rezept. Wie kann man Rezept teilen? Ja, warte mal hier, warte mal, Rezept. Hanften, Rezept teilen, da. Kannst du was machen? Hier. Hast du es bekommen jetzt? Nee. Mit Alter, vier teilt man. Ich hab's jetzt 12 Mal geteilt ungefähr. Nee. Alles nicht möglich, nee. Also ich hab nichts, also wo siehst du das dann? Nee, ist immer noch, Werkbank ist immer noch nicht durch. Ja, ich weiß nicht. Ja, dann mach ich selber. Aber woher weißt du, welche richtigen Zutaten man braucht? Ist das so ein Try and Error oder? Nee, da sind ja die Kästen unter dem und über dem Gehirn haben ja verschiedene Farben und Ränder. Ja, aber darf ich, aber ich habe ja mehrere davon. Inventory musst du dann Sachen da reinziehen, die diese Farben und Ränder haben. Ja, aber dann. Was davon nimmst, ist egal. Ach, ist egal. Die richtigen Farben und Rand haben. Ah, okay, cool, cool. Okay, das haben wir jetzt. Dann stelle ich jetzt. Wir müssen jetzt die Werkbank her. Hab ich. Herstellen, ja. Hast du? Ja, hab ich. Okay. Dann bauen wir sie mal irgendwo auf. Erstmal irgendwo. Warte, wir brauchen eine Steckdose. Ja. Ist Steckdose. Ja, dann. Geil. Ja, dann baue ich. Auch noch besser irgendwie. Ja, toll, Marvin. Was denn? Ich kann mit dem Steckter in der Hand nicht um die. Ah, doch, ganz knapp. Ja, bitteschön. Und jetzt können wir hier neue Sachen bauen, ne? Ah. Jetzt mache ich benutzen und sage herstellen Stromgehäuse. Wieso? Scharrucksack, Digga, den will ich haben. Materialfetzen. Hast du Platz? Im Inventory? Ich habe das Stromgehäuse liegt da, Marvin. To open the door. Oh. Now. Hey, der provisorische Rucksack hat nicht funktioniert. So? Ist doch nicht egal, was du nimmst, glaube ich. Ja, was? Doch, ist es. Bei mir hat es gerade nicht funktioniert. Stromgehäuse. Ja, nehme ich. Pack ich rein. Dankeschön, Tobra, für den Sub zum allerersten Mal. Herzlich willkommen bei dem Muchachos, und die Nüsse sind rasiert. Und Dankeschön auch an SPK Hops im 46. Alter, Marvin! Hey, was denn? Du hast dich getötet. LOL! Aua, aua! Was mache ich? Weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht fangen. Doch, du hast deinen Kopf. Du hast deinen Kopf auseinandergenommen. Oh. Wow, wow! Digga, Support bitte! Yeah! Okay, das ist ja fetzt, Junge. Inventar voll, aber ich hab doch irgendwo einen Rucksack. So. Ausrüsten. Blauen ja, Rucksack. Ich hab einen Rucksack. Geil!
Okay, aber ich bin am Arsch, Deko. Ich bin am Arsch. Ja, ist doch verdient. Ich brauche was zu trinken, ich brauche Essen. Stell mir einen Rucksack her, bitte. Ja, dann brauche ich Stofffetzen. Ja, aber vielleicht kann ich das welche. Vielleicht kann ich das jetzt ja teilen wieder, das Ding. Was bei dir nicht funktioniert hat, das Ding, weißt du? Hier gehst du auf C. Und das Rezept von deinem Rucksack. Und links daneben sind zwei kleine blaue Symbole. Das untere ist Rezept teilen. Zwei Symbole. Abheften und alle Rezepte kann ich nur machen. Achso, da. Rezept teilen. Empfänger muss in der Nähe stehen. Ja, habe ich. Nee, ne? Oben rechts. Kommt irgendwas ja. Oben rechts? Einer hat oben rechts gesagt. Weiß nicht, ob das darauf bezogen ist. Ansonsten gib mir Stofffetzen, dann kann ich dir einen craften. Ja, nee. Also ankommen tut nichts. Wie Stofffetzen braucht man? Wobei, kannst du ja selber auch herstellen, oder? Stofffetzen 2, ja, halt vorher, ne? 2 und 1. Und Metallrohr brauchst du. Metallrohr habe ich nicht. Ja, dann kriegst du hier 15. Nee, ich kann ihn nicht herstellen, du musst ihn selber, also du musst ihn für mich herstellen. Na, dann gib mal Metall, dann gib Stofffetzen, jawohl. So. Ich hab gerade gesehen, ich bin ganz schön gelaxt. Jetzt hast du drei Dinge, du musst es aber ausrüsten. Oh ja, oh das ist gut. Aber was ist jetzt mit dem Typen passiert? Ich war gerade nicht dabei, dann war der plötzlich tot. Ja, der wurde von dieser Figur angesprungen da. Okay, suche den Sicherheitsoffizier des Sektors auf. Okay, ja, zumindest haben wir es schon mal weitergegeben. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir welche Waffen noch herstellen können oder so, irgendwas zu verteidigen. Oh, gute Idee, oder? Wir könnten zum Beispiel. Ja? Kannst du nochmal meine Stofffetzen geben? Ja, kriegst alle. Stapel teilen. Ne, du kriegst nur die Hälfte. Und fallen lassen. Bitteschön. Aber ja, wir haben hier noch eine Klinge. Wir haben hier noch. Ein Plastikschild, Digga. Auf J hast du, by the way, eine Karte und die Mission. Plastikschild lerne ich. Ne, es hat nicht wieder funktioniert. Deswegen irgendwas. Man kann da auch Fehler machen, vielleicht Deko. Vielleicht klappt es einfach nicht first try. Vielleicht musst du auch manchmal mehrmals drauf rumdenken. Okay, gut, das kann auch sein. Plastikschild habe ich auf jeden Fall gelernt. Kann es sogar direkt herstellen. Mach ich, Digga. Mir fehlen, Kantinen-Dinger. Ja, ich habe das Plastikschild, Digga. Ich höre schon wieder so ein Viech. Ja, ich habe gerade eins getötet. Brauch so, ich habe diese scheiß Kantinendinger mitgehabt die ganze Zeit und dann weggeschmissen irgendwann. So. Da habe ich hier kein Plastik mehr. Jetzt fühle ich mich sicherer. Plastik brauchst du? Ja, diese Kantinen. Hm? Ja, diese Plastikbretter, wo man das Essen drauf macht. Ach so, die. Ja, die sind doch. Die sind doch dort, wo der PC war. Ah, vorm Sofa war noch was. Hier. Vorm Sofa. Hier. Oh. Weil damit kann ich herstellen einen Kissenbrustpanzer. Ein Kissenbrustpanzer, Digga. Geile Mischung, ey. Aber du mit deinem Schild ist auch ganz geil, ey. Ist geil, ne? Okay, kann ich noch irgendwas bauen? Kissenbrustpanzer? Ich will das auch haben. Warte mal. Kissenbrustpanzer? Wo ist denn das hier? Nur Verteidigung, Basisverteidigung. Basisverteidigung haben wir eine Barrikade, okay, Waffen, Munition. Eine Rohrkeule, Deko. Hast du Bock auf eine Rohrkeule hier? Edgar, eine Rohrkeule wäre auch nicht schlecht, ja. Hast du noch Metallschrott? Dann kann ich eine Rohrkeule bauen. Metallhaufen, Metallhaufen? Ja, hier. Ein aber nur. Ja, nehme ich, dankeschön. Geht nicht? Ah, nee, ich hab hier, warte mal, so, alles gut. Jetzt geht's. Okay, manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's nicht. Und jetzt brauche ich leider wieder Gigakleber. Ich hab's gelernt, aber der Rest fehlt leider. Schaden 8 übrigens, ich weiß nicht, was der Schaden an dem Messer ist, den wir gerade haben. Schaden nur 3. Schaden 3, ja. Okay, das ist ziemlich weak.